Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen aus Parlament und Regierung. Tja, Doping im Sport ist kein Kavaliersdelikt. Die Gründe, warum sich Profisportler illegalen Praktiken bedienen, sind auch vielschichtig. Berühmte Beispiele im nationalen und internationalen Sport sowie das Entlarven von sogenannten Staatsdoping gab und gibt es bedauerlicherweise zu Genüge. Das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen zwischen den Gemeinschaften und der gemeinsamen Gemeinschaftskommission besteht nun seit rund 10 Jahren und betrifft die Prävention und Bekämpfung von Doping und somit die Umsetzung internationaler Regelungen und Standards. Auf internationaler Ebene gibt es regelmäßig Anpassungen der Dopingregelungen, die folglich in nationales Recht umgesetzt werden müssen und somit auch die Zusammenarbeit zwischen den Behörden betreffen und eine Anpassung des Zusammenarbeitsabkommens erforderlich machen. Dies ist hier der Fall und soweit steht einer Billigung in dieser Hinsicht nichts im Wege. Dennoch gibt es strukturelle Fragen und inhaltliche Forderungen für die Zukunft. Kommen wir zum ersten Punkt. Insgesamt verfügt Belgien, dies ist auch dem Bericht zu entnehmen, über 4 verschiedene Anti-Doping-Agenturen im Land, die sich bei den verschiedenen Kontrollen ständig absprechen müssen. Die NADO in der DG führt pro Jahr rund 30 Kontrollen durch. In der Zielgruppe stehen nur ausgewiesene Spitzensportler, wie Herr Frechs das auch gerade sagte. Das heißt zum Beispiel die erste Mannschaft der KS Eupen, vereinzelte Spitzensportler im Fahrradsport und Sportler, die sich für die Olympischen Winterspiele qualifiziert haben. Zur Durchführung der Dopingkontrollen gibt es einen großen Abstimmungsbedarf zwischen den Gemeinschaften, weil die Sportler oft in einer Gemeinschaft wohnten, aber in einer anderen trainierten, beziehungsweise die Wettkämpfe in einer anderen Gemeinschaft stattfinden. Hinzu kommen die internationalen Abstimmungen. Zwar existiert natürlich mit dem Koordinationsrat eine Ebene des nationalen Austauschs, dennoch bleibt ein hoher Kommunikationsaufwand bestehen. Da stellt sich schon die Frage, ob die strukturell nicht besser gehen könnte, wenn man grundsätzlich die Anti-Doping-Kontrollen landeszentral steuert. Sicher, diese Thematik ist staatswissenschaftlich zu erörtern, also nicht hier und an dieser Stelle. Dennoch ist es fraglich, ob mit der Föderalisierung ein tatsächlicher Mehrwert geschaffen werden konnte, wenn sich die Gemeinschaften von Fall zu Fall doch immer wieder absprechen müssen. Hier ist definitiv einem Hierarchie-Dschungel vorzubeugen. Der zweite Punkt, den wir hier aufwerfen möchten, ist der Hinweis, dass wir deutlich mehr Aufklärungsarbeit im Amateursport benötigen. Beauftragt von verschiedenen Anti-Doping-Organisationen und der Europäischen Union untersucht die Universität Potsdam seit Jahren die Motivation von Amateursportlern und Hobbyathleten des Missbrauchs oder beziehungsweise des Doping-Gebrauchs. Die internationale Langzeitstudie belegt, dass Sportarten wie Fußball, Handball, Leichtathletik oder Wassersportarten stark betroffen sind. Ganz klarer Amateur-Doping-Hotspot dagegen ist allerdings das Fitnessstudio. Das Gebiet der deutschsprachigen Gemeinschaft wird dabei sicherlich keine Ausnahme sein. Und wie groß der Markt für illegale leistungsfördernde Mittel ist, zeigen laut Studien die Tonnen von Anabolika-Funde des Zolls an internationalen Flughäfen in Europa. Bei den Konsumenten im Amateurbereich, die zumeist männlich sind, geht es meist natürlich um 2 zentrale Gründe. Einerseits wollen sie Leistungsfähigkeit steigern und andererseits Zeit beim Training sparen, da sie ja schließlich noch berufstätig sind. Der Missbrauch von Schmerzmitteln oder Muskelpräparaten trägt stets ein großes gesundheitliches Risiko mit sich, über das sich laut Studie die meisten Konsumenten nicht im Klaren sind. Die Folgen, insbesondere für junge Menschen, sind vielfältig und können zu langfristigen körperlichen und psychischen Schädigungen bis hin zum Tod führen. Wir halten es dafür wichtig, dass die Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft dies im Rahmen der Anti-Doping-Arbeit in die Hand nimmt. Was die in diesem Rahmen vom Leitverband Ostbelgien Sport, also kurz LOS, angekündigte Sensibilisierungskampagne leisten kann, wird sich noch zeigen. Wir halten es jedoch für wichtig, die Sportvereine, die privaten Fitnessstudios und die Schulen damit einzubeziehen, um nachhaltige Aufklärung für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Bleibt noch zu sagen, dass wir dem vorliegenden Dokument zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, für die Antwort. Ich möchte nur, grundsätzlich bin ich da auch Ihrer Meinung. Allerdings nur eine Anmerkung. Meine Anmerkung bezüglich der Effizienz und auch der
Ja, also der Infragestellung der Föderalisierung der Anti-Doping-Arbeit liegt ganz und gar nicht in der Arbeit des Staatgefüges und der Berufspolitiker. Ich denke da ausschließlich an die Effizienz, die wir nun mal dann hier an den Tag legen müssen. Und nur weil der Sportverband so oder die Sportverbände in Belgien so gestaltet sind, heißt es noch lange nicht oder nicht unbedingt, dass auch die Anti-Doping-Arbeit im Spitzensport genauso strukturiert sein muss, um effizient zu sein, wie die einzelnen Sportverbände. Ich denke aber auch, dass wir hier durchaus eine Diskussion führen müssen, das beobachten müssen, ob das entsprechend so ist. Ich glaube, für die deutschsprachige Gemeinschaft macht es durchaus Sinn, allein schon aus sprachlichen Gründen. Aber trotzdem, Kollege Moppel hat es ja auch eben angesprochen, ist es durchaus nicht evident, dass das alles immer effizient sein muss, aber natürlich auch kann. Das will ich auch gar nicht ausschließen. Trotzdem muss man da ein Auge drauf werfen, damit man einen Hierarchiedschungel vermeidet. Vielen Dank.